Hitze erhitzt die Gemüter. Das Wetter. Kennt ihr das Wetter? Es wird immer schlimmer. Die Rechnung sonnig warm gleich gute Laune geht nicht auf. Hitze kann genau das Gegenteil bewirken und uns aggressiv machen. Ja, genau, Dicker. Das ist die Propaganda, die sie uns eintrichtern. Deswegen sprühen die auch die ganze Zeit, damit wir immer schön eine Wolkendecke haben, damit wir nicht aggressiv werden, weil Sonne da ist. Nee, ist klar. Dass mit einer Temperaturzunahme von nur einem Grad Celsius gut 25.000 mehr Fälle von schweren bis hin zu tödlichen Angriffen auftreten. Der Artikel geht hinter der Paywall noch weiter und zitiert einen Psychologen, der solche Studien für kompletten Schwachsinn hält. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die jetzt wirklich sagen, dass durch Klimawandel mehr Morde passieren oder was die alles nicht irgendwie damit reinnehmen, ne? Damit man ja überzeugt ist von der Sache so, ne? Wenn es soweit ist, dass der Klima-Lockdown kommt, dass du dann sagst, ja, wir müssen alleine aus Solidarität müssen wir jetzt zu Hause bleiben, weil mehr Morde sind wegen Klimawandel. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stone. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz, ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen mit dem Namen Hitze erhitzt die Gemüter. Ich hoffe, dieses Video ist besser und entspannter als das, was wir uns vorhin reingezogen haben. Ihr wart nicht dabei, ihr könnt gerne auch mal vorbeikommen. Erster Link in der Beschreibung ist mein Twitch-Channel. Da könnt ihr gerne mal reinklicken und bei den nächsten Streams dabei sein. Meistens fange ich an zu streamen, so um 21, 22 Uhr, fast jeden Tag. Also kommt gerne vorbei. Und wir gehen jetzt ins Video rein. Ich hoffe, ihr genießt es. Liebe geht raus von der ganzen Community. Ihr seht es hier oben. Und von mir auch natürlich an euch alle. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen zum Thema. Und wir gehen rein in den Laden. Das Wetter. Kennt ihr das Wetter? Es wird immer schlimmer. Die Sommer werden länger, zumindest sagt man das zu uns. Und aufgrund dieser Tatsache werden die Leute nicht irgendwie schwach und wollen einfach einen Cocktail trinken und runterkommen und irgendwas mit dem Kreislauf machen, bevor sie einfach umkippen. Nein, sie werden immer aggressiver und rasten aus. Vor allem im Freibad, wo man sich ja eigentlich abkühlen müsste. Klingt jetzt nach einer kruden Verschwörungstheorie, aber... Wir sind da, meine lieben Freunde, krude Verschwörungstheorie, das hören wir gerne, Aliens in den Chat. Das ist genau das, was das... Querdenker mit Stolz hier an der Stelle, ja? Für alle neuen Leute hier, wir sind Querdenker mit Stolz. Er Planet Wissen, ja, die Wissenschaft uns hier nahebringen möchte, zieht euch das mal rein. Die Rechnung sonnig warm gleich gute Laune geht nicht auf. Hitze kann genau das Gegenteil bewirken und uns aggressiv machen. Ja, ich... Ja, genau, Dicker. Das ist die Propaganda, die sie uns eintrichtern. Deswegen sprühen die auch die ganze Zeit, damit wir immer schön eine Wolkendecke haben, damit wir nicht aggressiv werden, weil Sonne da ist. Nee, ist klar. Wer kennt das nicht? Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, wir haben gute Laune. Und auf einmal kommt diese Wut und wir müssen sie an unseren Mitmenschen auslassen. Das ist so hirnbefreit, dass ich mir eigentlich blöd dabei vorkomme, dagegen zu argumentieren. Geiles Video. Aber damit ist es genau das Richtige für uns. Herzlich willkommen zu Clownies Wetter macht aggressiv Welt. Clowns Welt. Erste Video, was wir uns von dem reinziehen. Scheint auf jeden Fall lustig zu sein. Clowny Tin Man. Hallo Freunde! Tja, ihr alle. Tachchen! Das Geräusch gibt mir gute Vibes, Digga. Nicht gefragt, wie wirkt das Wetter auf uns, ja, wie wirkt dieser schlimme Klimawandel, der auf uns hineinprasselt auf uns. Ja, anscheinend macht er die Leute aggressiv, dass sie sich im Freibad gegenseitig eins auf der Omme geben. Zumindest nimmt man das Klima als Erklärung dafür her und das in einem Wissenschaftsformat, ja, es heißt Planetwissen, ja, der ganze Planet des Wissens ist dort versammelt, von euren Rundfunkgebühren finanziert, serviert man uns dann folgenden Clip. Also es gibt eine Reihe von Studien, die nahelegen, dass wir auf Hitze, ja, mit Aggression oder mit Unwohlsein vielleicht erstmal reagieren. Und je nachdem, was für Bedingungen vorherrschen, kann Hitze dann so als Katalysator wirken. Studie? Also ich... Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Ey, wie viele Menschen haben Depressionen, wenn es Winter wird in Deutschland? Also wie viele Leute kommen mit diesem grauen, dunklen Regenwetter nicht gut klar? Und dann will da wirklich jemand im Fernsehen uns erzählen, dass wir durch Hitze aggressiv werden und durch Sonne? Ich meine, zu viel Hitze kann für manche Leute auch Nerven, wie sagt man,
kann an die Nerven gehen, sage ich mal so. Ja, einen kühlen Kopf bewahren, sagt man ja auch nicht umsonst. Aber von zu viel Hitze in Deutschland zu reden, ist abstrus. Jetzt mal im Ernst, präsentiert mir eure Evidenz. Zeigt mir die Zahlen und zeigt mir, dass das keine Scheinkorrelation ist oder eine Koinzidenz, sondern ein Sachzusammenhang dazwischen besteht. Das tut man leider nicht an der Stelle. Ich meine, warum eigentlich? 9 Grad Durchschnittstemperatur in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Ich auch. Wir sind die Öffentlich-Rechtlichen. Quelle, trust me, bro. Es gibt so scheinbar so eine Temperaturschwelle, so 33, 34 Grad bis dahin. Da ist dann der Punkt, wo Hitze wirklich als sehr unangenehm empfunden wird. Das führt zu höherem Puls, das führt zu der Wahrnehmung, dass ich triefe wie ein Schwein. Das ist total unangenehm. Ey, da gibt's Leute, die sagen 33, 34 Grad, das könnte für die zu viel sein, vor allen Dingen in der Kombination mit der Luftfeuchtigkeit. Also wir haben hier genau das Wetter so. Hier ist eigentlich 32 Grad durchgehend, konstant das ganze Jahr über. Luftfeuchtigkeit variiert, im Sommer wird's extrem hoch von der Luftfeuchtigkeit bis zu 90%. Und das geht dann schon ein bisschen auf den Gemütszustand so, muss man ganz klar sagen. Also ohne Klimaanlage unaushaltbar, aber nicht unaushaltbar, also für mich persönlich, ich halte es aus. Ich fühle mich nämlich in der Wärme immer besser, egal auf was bezogen. Es kann auch zu warm sein für manche Leute in Anführungszeichen, aber ich fühle mich da trotzdem wohler als in der Kälte. Ich komme mit Kälte nicht klar. Kälte macht mir Bauchschmerzen, macht mir eine komische Laune. Ich mag Kälte einfach nicht. Ich mag auch nicht eine Jacke anziehen und ich mag auch keine Mütze und Handschuhe und mir einen Arsch abzufrieren. Das tut mir als Mensch einfach nicht gut. Ja, das ist auch jeder ein bisschen anders, glaube ich. Und wenn das alles aufeinander kommt, dann, wie gesagt, ist Hitze so das, was möglicherweise dazu führt, so den Hebel von es geht gerade noch, dann wirklich auf Aggression umzulegen. Ja, da drückt sich unser lieber Herr Biopsychologe ein bisschen vorsichtiger aus. Ja, sehr viel Konjunktiv für eine Wissenschaftssendung. Es kann sein, dass sich da der Hebel eventuell umlegt zur Gewalt hin. Wie gesagt, ist Hitze so das, was möglicherweise dazu führt. Genau, denn es gibt keine besseren Bedingungen für körperliche Gewalt als einen niedrigen Kreislauf und ein ganz körperliches Schwächegefühl, was durch die Hitze begünstigt wird. Unser Herz-Kreislauf-System arbeitet auf Hochtouren, zum Teil bis an die Belastungsgrenze. Professor Peter Walschburger, Biopsychologe an der FU Berlin, untersucht diese Stressfaktoren. Moment, was liest der Mann denn da? Das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Okay, schauen wir uns mal den Artikel an. Ich rufe also den Artikel auf und ich stoße auf eine Paywall. Schön, dass ihr es mir so leicht macht, eure Evidenz für eure Beiträge zu checken, wenn die hinter einer Paywall sind. Zum Glück haben wir archive.org und dort hat jemand den Artikel archiviert, den es anscheinend schon ein paar Jahre lang gibt. Zu welchen Ergebnissen kommt man denn in diesem Artikel? Also wir haben hier Craig Anderson. Bei Kälte ist der Körper zu verkrampft, sagt Hayat gerade. Hayat auch wieder da, live, leben. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich liebe deinen Namen. Auf jeden Fall, ja, so ist es bei mir auch. Ich habe ja auch manchmal ein bisschen so Schmerzen im Rücken, in der Schulter und so. Und wenn es kalt ist, werden die Schmerzen auch immer größer, als wenn ich in der Wärme bin. Aber es macht auch Sinn für mich, weil deine Gelenke und alles einfach besser geschmiert ist. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach... lockerer alles, wenn es warm ist. Das ist ein Psychologieprofessor und Gewaltforscher und der hat einen Aufsatz verfasst. Ein Aufsatz. Okay, er kommt zu dem Ergebnis, dass sich Menschen bei höheren Temperaturen reizbarer und aggressiver zeigen, was zu Gewalt führen kann. Mit jedem Grad, um das sich die Temperatur aufgrund der Klimaerwärmung erhöhe, könnten selbst die... Aufgrund der Klimaerwärmung natürlich, ja. Und das ist wieder das Ding so. Die nutzen das nur, die sagen das nur, um auf das Thema Klima und Klimaerwärmung und diese ganze Geschichte hinzuweisen, damit die uns dann Einschränkungen reindrücken können. So. Das ist immer, diese Agenda dahinter ist halt immer das Traurige, weißt du? Man kann ja grundsätzlich über diese Themen reden, wenn man nicht immer wieder merken würde, dass die aber auf irgendwas hinaus wollen damit, weißt du? Mordraten um 6% zunehmen könnten, also Konjunktiv, kann auch nicht. Gute Evidenz an der Stelle. In der Auswertung für die Vereinigten Staaten prognostiziert, eine Prognose stellt also diese Studie an, nichts Sicheres, dass mit einer Temperaturzunahme von nur einem Grad Celsius gut 25.000 mehr Fälle von schweren bis hin zu tödlichen Angriffen auftreten. Die Psychologen ziehen des Weiteren Rückschlüsse zwischen den Auswirkungen einer Klimaerwärmung auf die Nahrungsmittelproduktion und damit verbundener Arbeitslosigkeit und neuer Migrationsströme. Neue Migrationsströme also. Okay. Die Leute kommen also zu uns, weil aufgrund von 1 Grad mehr nichts mehr bei denen wächst. Und hier ist es ja noch ein bisschen...
Schüler und deswegen kommen sie, nur wegen dem Essen. Okay, der Artikel geht hinter der Paywall noch weiter und zitiert einen Psychologen, der solche Studien für kompletten Schwachsinn hält. Ja, blöd nur, dass der hinter der Paywall ist und der Normalsterbliche die Evidenz, auf die sich der Biopsychologe in eurem Beitrag beruft, nicht wirklich überprüfen kann. Wir lesen, sind Gewalttaten während Hitzewellen programmiert? Ich halte nichts von diesen Prognosen zu mehr Morden durch Hitze, sagt Ralf Schlievens. Mehr Morde durch Hitze. Wer kommt auf so eine Idee, so einen Beitrag zu formulieren? Ey, ich schwör's dir. Und es ist krass, die blenden dann diesen Artikel da ein und den Artikel kannst du aber nicht richtig lesen, wenn du nicht dafür bezahlst. Und wenn du dann diesen Artikel richtig liest, dann siehst du, dass der Wissenschaftler in dem Artikel sagt, dass es Schwachsinn ist. So. Also da wird alles gedreht und gewendet, wie sie es gerade gedreht und gewendet haben möchten. Ne? Verband deutscher Psychologinnen und Psychologen. In Experimenten hätten Probanden oft allein durch den Aufbau der Studie gar keine andere Option, als auf die höheren Temperaturen gewalttätig zu reagieren. Die Realität sei da komplexer. Ach was! Es gäbe immer Möglichkeiten, damit umzugehen, sagt Schlievens. Doch was macht uns überhaupt aggressiv? Wie soll denn Hitze aggressiv? Im Gegenteil, es macht dich vielleicht müde, es macht dich so low, dass du nicht mehr so aktiv bist vielleicht, weil du halt sehr viel Energie drauf geht durchs Schwitzen und wenn du dich bewegst in der Hitze, ist nochmal ein anderer Flavor, aber ich bin da eher gechillter. Ich bin eher mehr lockerer drauf, als dass ich jetzt dadurch aggressiv werde, what the fuck? Wenn wir unsere Gefühle nicht regulieren, dann erzeugt das Aggressivität. Das sei bei allen Menschen gleich, unabhängig von der Temperatur. Wenn mich das Wetter nervt, dann habe ich ein emotionales Problem und muss dafür eine Lösung finden, erklärt Schlieven. Facts. Facts. Doch um diesen Zustand zu... Du musst einfach meditieren, bisschen zur Ruhe kommen, paar Mal tief durchatmen, bisschen Yoga machen, in deine Mitte zurückkommen. So, bisschen Liebe, ja? Eine Freundin oder ein Freund. So. Mal ein paar schöne Umarmungen, ein paar Küsse auf die Zirbeldrüse, dann ist alles wieder nice. Regulieren gibt es nicht nur die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden. Schlieven sieht vor allem den Aufbau solcher Studien kritisch. Wenn man den Menschen nur die Möglichkeit von Gewalt als Regulation bietet, dann wird mit gesteigerter Temperatur auch mehr Gewalt angewendet. Das sei jedoch kein Nachweis dafür, dass Hitze gewalttätig macht. Planet Wissen, ihr blendet einen Artikel ein auf dem Laptop des Biopsychologen, in dem ein Psychologe das Studiendesign als solches als komplett schwachsinnig herausstellt. Die öffentlich-rechtlichen Langer. Und von wem sind die finanziert? Von uns natürlich. Blöd nur, dass das der Normalsterbliche ohne FAZ-Abo nicht recherchieren kann. Es ist aber noch nicht genug, das Narrativ wird weiter zerlegt. Wissenschaftlern ist bewusst, dass Gewalt während Hitzephasen auch damit zusammenhängt und jetzt pass auf. Digga, ich sag dir ehrlich, Gewalt während Hitzephasen, das ist Schwachsinn. Die Gewalt steigt extrem, wenn es dunkel, grau und kalt wird. Das weiß jeder Typ, der ein bisschen was mit der Straße zu tun hat, weiß ganz genau, dass die Gemüter, wenn es grau wird, wenn es dunkel wird, wenn es kalt wird, wenn die Nächte länger sind, dass da die Aktionen gestartet werden, Bro. Und nicht im Sommer. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, im Gegenteil. Wahrscheinlich gibt es im Sommer viel weniger Gewalt und Straftaten als im Winter. Captain Obvious entered the chat, dass Menschen im Sommer mehr draußen sind und in Gesellschaft Alkohol fließt. Schon dadurch entstehen mehr Streitgelegenheiten. Wenn die Hemmschwelle sinke, dann sei man nicht mehr so kontrolliert. Doch auch bei dem Thema Alkohol und Gewalt müsste man vorsichtig sein. Es gäbe bei vielen Themen Zusammenhänge, aber deshalb kann man sie nicht unbedingt damit begründen. Korrelation ist kein Sachzusammenhang, um es kurz zu sagen. Schlievens macht sich keine Sorgen, dass es aufgrund des Klimawandels in Zukunft deutlich mehr Morde gäbe. Schlievens, geiler Name auf jeden Fall, Alter. Mensch. Durch Klimawandel, also alles. So, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die jetzt wirklich sagen, dass durch Klimawandel mehr Morde passieren, oder was die alles nicht irgendwie damit reinnehmen, ne? Damit man ja überzeugt ist von der Sache, so. Damit man ja auf der richtigen Seite steht, ne? Wenn es soweit ist, dass der Klima-Lockdown kommt. Dass du dann sagst, ja, wir müssen alleine aus Solidarität müssen wir jetzt zu Hause bleiben, weil mehr Morde sind wegen Klimawandel. Seien in der Lage, Probleme zu lösen und sich an die Situation anzupassen. Wenn wir uns aggressiv fühlen, dann sollen wir nachdenken und uns dem Problem stellen, appelliert er. Gewalt sei jedoch keine Lösung. Cool, Planet Wissen. Die erste Quelle, die ich in eurem Video für eure hanebüchenen Hypothesen finde, ist ein Artikel, der euer gesamtes Narrativ demontiert. Müssen wir da noch weiterschauen? Ja, müssen wir leider, denn es wird noch bescheuerter. Oder aus Angst, richtig. Im Extremfall auch zu Kreislaufversagen und Herzproblemen.
Und auf diese Unpässlichkeiten kann man wiederum mit Frust reagieren und mit Aggression natürlich. Ne? Natürlich, ne? Kann man! Konjunktiv! Ich finde den Typ geil, diesen Clown, Bruder. Muss man nicht. Es ist nicht so, als hätten die Leute keine andere Wahl, als ihrem Gegenüber eins draufzugeben, wenn es zu warm wird. Jetzt muss das Ganze natürlich noch irgendwie full circle werden. Ja? Wie können wir damit... Elektroauto kaufen gegen Gewalt. So. Irgendetwas, was hier passiert ist in diesem letzten Sommer, damit entschuldigen, dass es wärmer geworden ist. Naja, pass mal auf, jetzt kommen Sie zu den Schwimmbadrandalen. Ein Beispiel aus den vergangenen Jahren. Die Randale in den Freibädern in Berlin und Düsseldorf. Dicht gedrängte Badegäste gerieten in Streit. Die Lage drohte zu eskalieren. Die Bäder mussten teilweise geschlossen werden. In einem Freibad, da ist ja nicht nur die Hitze, warum die Leute austicken. Da ist es bei schönem Wetter natürlich mega eng. Wir haben keine Möglichkeit, richtig auszuweichen. Dann neigt man dazu. Digga, was die sich alles aus dem Arsch ziehen, das ist doch crazy. Einfach eine ohnmächtige Wut zu zeigen, das ist auch nicht besonders konstruktiv. Es fährt aber sozusagen... Wer kauft so einen Scheiß? Das sind die alten Leute, die dann abends auf der Couch liegen und sich so einen Beitrag reinziehen und dann wirklich denken, dass es true ist. So. Das ist krank. ...herunter. Also wer wütend ist, kann sich ein bisschen erleichtern. Aber diese Erleichterung kann natürlich beim anderen zu Gegenaggressionen führen. Super ähnlich, Bro. Das wird finanziert von unseren Geldern. Schön GEZ-Gebühr. So ein Scheiß musst du dafür bezahlen. Das kann sich aufschaukeln. Es ist im Freibad mega eng und da kann man nicht ausweichen und es kommt zu einer ohnmächtigen Wut und deswegen hauen sich die Leute da gegenseitig eine rein. Stress im Freibad in Berlin gab es schon in den 80ern. Ja, normal. Normal. Das ist Berlin, Bro. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, was diese Gruppe der Leute, die dort für Randale gesorgt haben in den Freibädern, miteinander verbindet? Gibt es da irgendetwas? Nach Massenschlägerei. Polizeigewerkschaft warnt vor migrantischen Freibadbanden? Wie meinen die das denn? Das muss dieser Polizeirassismus sein, von dem so viele reden. Berlin, nach einer Massenschlägerei in einem Berliner Freibad. Oh nö, Digga, jetzt ist das Migrantenthema, das feiere ich auch nicht, Bro. Da könnte man jetzt auch nochmal tief reingehen, aber... Jetzt macht er dieses Migrantenthema oder was, Digga? Hat der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt der Politik vorgeworfen, klare Aussagen über den Hintergrund der Täter zu verschweigen. Die Politik scheut die Debatte um die Täterklientel, die wir hier auch ganz offensichtlich sehen, sagt er hier. Es sind junge Männer, nicht alle, aber die meisten mit einem Migrationshintergrund, die ganz offensichtlich diesen öffentlichen Raum für sich beanspruchen, äußerte Wendt gegenüber Bild. Wenn ich mir diesen Screenshot anschaue, kurz vor der totalen Eskalation dieser Situation. Da muss ich euch, Planet Wissen, eine Frage stellen. Warum trifft der Klimawandel in rassistischer Art und Weise Menschen mit Migrationshintergrund so viel stärker als die durchschnittliche deutsche Bevölkerung? Bitte macht dazu mal einen Beitrag. Ist der Klimawandel am Ende des Tages vielleicht rassistisch? Schickt den Klimawandel direkt in ein Seminar von der Amadeo-Antonio-Stiftung und lasst ihn sich selbst seine rassistischen Vorurteile vor Augen führen, damit er endlich diese Ungleichbehandlung zwischen der deutschen Allgemeinbevölkerung... Also er will jetzt damit sagen, dass es an den Migranten liegt. Da bin ich halt anderer Meinung. Da könnte man jetzt nochmal wirklich richtig tief reinsteigen. Ich habe in letzter Zeit ein paar Leute gesehen, auch aus dieser alternativen Bubble, die auch dieses Thema halt nehmen und da drüber reden und... Ich muss da ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so. Also man darf nicht vergessen, dass auch rechte Propaganda immer noch vorhanden ist und die teilweise auch gerade in dieser alternativen Szene gestreut wird. Und ich will mich davon an der Stelle definitiv hundertprozentig distanzieren. Ich sehe das nicht so, dass es Probleme gibt, nur mit Leuten, die Migrationshintergrund haben. Ich sehe das so, dass jeder Mensch irgendwo schlecht sein kann, wenn er nicht richtig erzogen wurde, wenn in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, was eventuell Schäden verursacht hat und diese ganzen Geschichten. Also ich bin da vorsichtig bei irgendwie zu sagen, dass es nur Ausländer sind, weil das kann gerade in Deutschland auch schnell umschwingen wieder in diese altbekannte Sache von Fremdenfeindlichkeit, die auch immer noch, was auch immer noch gibt in Deutschland so. Und ich selber bin damit aufgewachsen.
ich wurde selber immer wegen meiner Hautfarbe und so diskriminiert. Deswegen bin ich auch einer, der allergisch dagegen reagiert, wenn gesagt wird, dass ein bestimmter, nur weil die Ausländer sind und die Ausländer und die und die von da, die da kommen und die Schwarzen sind so und so und so. Das alles so zu verallgemeinern, sehe ich als sehr, sehr gefährlich so. Und Minoritäten ablegen kann und alle Menschen bitteschön gleich aggressiv machen soll durch die Temperatursteigerung, die er mit sich bringt. In diesem Sinne, das war, glaube ich, der bescheuertste Beitrag, den ich je gesehen habe. Der Faktor der Gewalt, zum Beispiel in Freibädern am meisten begünstigt, sei anscheinend die Temperatur. Da kann man nicht ausweichen, eine Ohnmächtigkeit setzt ein und man muss einfach... Leute, mir fehlen die Worte. In diesem Sinne, ein bisschen öffentlich-rechtlichen Schwachsinn die Banken, schadet nie und fuck, PC. Ja, der aber so 90% gutes Video auf jeden Fall an der Stelle. Lustig gemacht auf jeden Fall. Kann man sich öfter eventuell mal zu Gemüte führen. Die Geschichten vom Clown. Das Problem ist, dass es nun mal Probleme gibt und anstatt, dass die Linken diese Themen ansprechen, überlassen sie diese Themen komplett der AfD. Und diese schlachtet es halt aus. Ja, und dann schwingt es halt ganz schnell in diesen Rechtsradikalismus und in diese Fremdenfeindlichkeit, die es schon mal in Deutschland gab und eigentlich auch schon immer gab, schwingt es halt ganz schnell darüber so. Und das ist keine gute Entwicklung und das ist keine gute Sache. Vor allen Dingen, weil ich auch überzeugt davon bin, dass wir als Land, und das sage ich auch immer wieder, und als NATO auch vor allen Dingen, dafür verantwortlich sind, dass überhaupt Menschen aus anderen Ländern zu uns fliehen möchten. So, wir haben dazu beigetragen. Darüber wird nie geredet von denen. Gerade die Leute, die das dann so hinstellen, als ob die Ausländer nur die Probleme machen in Deutschland, so, die berücksichtigen das nie, dass wir selber auch dazu beigetragen haben, dass Leute überhaupt hierher kommen. Erstens. Zweitens haben wir sogar damals nach dem Mauerfall beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg extra Leute hierher geholt, damit dieses Land wieder aufgebaut werden können. Die sogenannten Gastarbeiter, ja, die haben wir geholt, damit wir Hilfe bekommen, das Land wieder aufzubauen. Das ist auch eine Sache, die oft vergessen wird. Und diese ganze Integration, wie die vonstatten gegangen ist, wie wir überhaupt uns um die Menschen gekümmert haben, die hierher gekommen sind. Haben wir die einfach in irgendwelche Ghettos gepackt und haben die sich selbst überlassen? Oder haben wir denen wirklich geholfen bei der Integration? Auch ein Thema, was angesprochen werden muss. So. Und das sind alles Faktoren, die einen Menschen dazu treiben, eventuell psychisch kaputt zu sein und gewisse Gewalttaten zu machen oder irgendwie anders zu sein, als Leute, die in einem behüteten Zuhause aufgewachsen sind und nicht irgendwohin fliehen mussten. So. Weißt du, das sind alles Sachen, die halt mit einbezogen werden müssen, wenn man über diese ganze Thematik redet, anstatt zu sagen, die Ausländer machen die und die Probleme. So, weißt du, das ist immer die Sache, wo ich sehr, sehr kritisch bin. Und ich finde es auch schade, bei ein, zwei Leuten bin ich sogar ein bisschen enttäuscht, dass die in diese Richtung tendieren. Und ich sage dir, ziehst du dir ein, zwei zu viele Videos rein, die das Thema aufmachen oder lässt dich von ein, zwei Leuten prägen, die aus dieser rechten Ecke kommen und dich damit indoktrinieren, dann glaubst du ganz schnell so eine Scheiße und dann fängst du selber an, darüber zu reden, ohne wirklich das differenziert zu betrachten. Und was ich dazu noch abschließend sagen möchte, ist, Deutsche bekommen kaum noch Kinder. Haben wir keine Einwanderer in Deutschland, hätten wir die Ausländer nicht, wäre Deutschland am Arsch. Und das muss man auch so sagen und so sehen und deswegen sollte man vorsichtig sein, wenn man versucht, Leuten, die leben, die vielleicht nicht biodeutsch sind, irgendwie zu verurteilen oder so. Weißt du? So. Alles Themen, die man auf jeden Fall auch ansprechen muss. Und am Ende bin ich sowieso kein Fan von Grenzen oder von irgendwie, das ist unser Land und hier darf keiner leben, der von woanders kommt und so eine Scheiße. Gott hat die Welt gemacht, weil sie für uns alle ist. Jeder sollte da leben können, wo er leben möchte, ohne da dann diskriminiert zu werden oder keine Ahnung. So, weißt du? So, warum bekommen Deutsche keine Kinder? Das ist doch gesteuert. Das kann ich dir nicht beantworten. Familienpolitik im Arsch. Survival Helmut, hundertprozentig. Ja, die Familienpolitik, beziehungsweise diese ganzen Agendas, die durchgezogen werden, sind ja auch extrem Anti-Familie so. Und ich glaube halt, dass viele Leute auch keine Kinder mehr in die Welt reinsetzen wollen, weil sie halt die ganzen Umstände mit den Umständen nicht mehr klarkommen. So, du kannst ja heutzutage kaum noch eine mehrköpfige Familie als Mann, kannst du ja kaum noch eine mehrköpfige Familie ernähren. Das funktioniert kaum noch. Und deswegen kriegen auch immer mehr weniger Leute Kinder, weil die das eigentlich gar nicht stemmen könnten, mehrere Kinder zu bekommen. So. Und dann, glaube ich, ist es auch noch Mindset-Geschichte, so von wegen, ich möchte in diese Welt keine Kinder reinsetzen, weil es passiert gerade so viel Bad Shit und so. Mindset-Geschichte ist auch nicht geil.
Da kommt das nächste Problem, wo du ansprichst. Wieso bekommen immer mehr Paare keine Kinder? Das Leben wird immer teurer. Viele können sich Kinder gar nicht leisten. Dann wird Familie schlecht geredet und so weiter. Ja, hundertprozentig. Und viele wollen auch gar keine Kinder mehr haben. Auch Feminismus und diese ganzen Sachen haben dazu beigetragen, dass Frauen auch nicht mehr wirklich unbedingt Kinder haben wollen. Das ist nicht mehr deren ultimatives Ziel, auch Kinder zu bekommen, sondern die wollen Karriere machen und die wollen sich da und darauf konzentrieren. Die wollen ihren Traum leben, die wollen so frei wie möglich sein, ihr Leben lang am besten. Und dann halt leider alleine irgendwie dann, das ist es halt auch nicht, weil ich kenne auch sehr viele ältere Frauen, die mittlerweile langsam in ein Alter reinkommen, wo man keine Kinder mehr kriegen kann. Und die haben sich die ganze Zeit auf sich selbst und auf die Karriere und alles konzentriert, aber werden immer depressiver mit dem Alter und immer fühlen sich immer mehr alleine so, weißt du? Ich glaube, Familie und Kinder ist eine sehr wunderschöne Geschichte und ich glaube, das erfüllt uns Menschen am Ende des Tages überhaupt richtig, weißt du? Dieses, dass man eine Familie gründet, dass man aus einer Einheit zwischen Frau und Mann ein neues Leben kreiert, das macht dich wirklich glücklich, so. Das ganze Geld und diese ganze Materialismus-Scheiße und so macht dich doch nicht glücklich, Bro. Weißt du, wie ich meine? Also so denke ich auf jeden Fall. Das stimmt, was Leon sagt. Das ist ein politisches Problem. Die Migranten, die hierher kommen, werden bis heute einfach alle zusammen in ein Ghetto gesteckt. Ich als Deutscher hatte viele Flüchtlinge als Freunde, als ich so 13, 15 war, bis heute auch. Und war oft in Flüchtlingsunterkunftgegenden. In Hamburg, da war ich einer der einzigen Deutschen und ich wurde so nett behandelt von allen Familien, weil ich einfach offen bin dafür. Die waren sogar froh, mal mit Deutschen zu sprechen. Ja, hundertprozentig. Wenn diese ganze Geschichte auch menschlicher ablaufen würde mit der Migration auch und so, wenn man offen füreinander wäre und wenn man wirklich Mensch wäre und sein Herz aufmacht so, dann glaube ich nicht, dass diese Integration so schief gelaufen wäre wie hier in Deutschland. So. Weißt du? Das hat mehrere Gründe und es liegt nicht nur daran, weil die Leute eine andere Herkunft, eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion haben. Darauf wollen die Menschen das dann schieben und sagen, das liegt daran. Aber da steckt eine Geschichte dahinter und es haben immer beide Seiten damit auch zu tun und beide Seiten sind auch dafür verantwortlich, was damit passiert ist. So. Weißt du? Das ist eine Sache, genauso sagen. Nirvanbo84 sagt, ich sage es ganz ehrlich, ich arbeite seit Jahren als OP-Schwester und beobachte seit circa 3 bis 4 Jahren, dass sich immer mehr Frauen, aber auch Männer sterilisieren lassen. Auch in jungen Jahren schon. Digga, das ist krank. Das ist krank, Nirvanbo. Das ist krank, Bro. Ja, weil die einfach rumbumsen wollen. Die Gesellschaft ist so sexualisiert, dass es nur noch um Bumsen geht, so. Es geht nur noch darum, sich jeden Tag einen runterzuholen auf irgendwelche kranken Pornos, wo Männer, Frauen mit Frauen, Jungs innen und so dann irgendwelche Sachen machen und Gangbangs und hier und rechts und links. Und dieses wirklich, was uns eigentlich glücklich macht als Menschen, eine Familie zu gründen, das wird ja auch klein gemacht. Das ist ja nichts mehr wert heutzutage. Wenn du eine Hausfrau bist auch, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, so, dann wirst du belächelt in der Gesellschaft heutzutage. Das ist einfach traurig so, dass da Menschen sich sterilisieren lassen, damit die sexuell da einfach sich ausleben können, sage ich mal so, auf eine Art und Weise, die denen aber auch eigentlich nur eingetrichtert wurde vom Film, Fernsehen, Musik, Pornos und solchen Geschichten, weißt du? Krank, traurig, Knaben innen, ja irgendwie sowas, Bruder, ich habe keine Ahnung, Jungs innen, Knaben innen, Bro. Du weißt genau, was ich meine.